Hallöchen zur nächsten Mordvorstellung. Heute haben wir einen kleinen Kuhstall hier. Unser kleiner Rinderstall mit manueller Entmistung. Das ist eine nette Sache hier. Den Stall findet ihr wie immer hier. Wenn ihr hier bei P, also bei mir ist bei P, bei Bauen, dann habt ihr den Stall hier bei den Tieren, bei Kühe. Und hier ganz hinten, das ist der Stall. Den könnt ihr hier auch ganz normal drehen, machen wie ihr wollt. Ne? Ziemlich variabel das ganze Ding. Und dann könnt ihr praktisch noch, was ich auch vergessen hatte zu Anfang, hier könnt ihr dann praktisch noch auswählen bei Gebäude. Bei Silo-Erweiterungen haben wir hinten zwei solche, ja, Mischplätze. Da könnt ihr einen kleinen oder einen großen auswählen. Ich habe jetzt hier hinten den kleinen. Den könnt ihr hinter dem Stall zum Beispiel oder Nebel im Stall, sobald es nicht mehr überlappt, hinsetzen. Und das zeige ich euch aber nachher noch, wie das dann definitiv aussieht. Nur, dass ihr wisst, dass ihr hier praktisch bei Silo-Erweiterungen hier noch zwei kleine Trigger habt bezüglich der Entmistung. Besser müsst ihr halt selber entmischen, von Hand natürlich, also mit der Maschine. Ne? Genau. Hier ist der Kuhstall. In den Kuhstall passen 30 Kühe rein. Die Kühe könnt ihr hier ganz normal am Trigger kaufen, passen 30 Stück rein. Und dann ist auch schon gut hier. Die Türe könnt ihr hier auch schließen, wenn ihr es wollt. Ist auch mit dem Ton. Wenn ihr hier reingeht, könnt ihr auch hier drin die Hallenbeleuchtung anmachen. Dann haben die Kühe hier Licht. Ne? Und ja. Gut. Trigger zum Reinschmeißen, zum Beispiel von Ballen oder von Tiermischung habt ihr hier. Und hier drüben könnt ihr dann praktisch die Gülle rausziehen. Und hier drüben haben wir dann hier den Milchplatz. Da könnt ihr dann euer Milch rausziehen. Und hier hinten ist dieser Trigger mit den zwei Mischplätzen. Da könnt ihr dann praktisch noch was außenrum machen. Was weiß ich, eine Steinmauer oder so. Und das kommt dann hier praktisch. Das ist schon Mischt hier. Den könnt ihr dann manuell praktisch entfernen dann. Ne? Ihr müsst also die zwei Trigger setzen. Also einer davon, den kleinen und den großen. Je nachdem, wie ihr es haben wollt. Das ist euch überlassen. Und dann könnt ihr hier praktisch noch was außenrum bauen. Was weiß ich, vielleicht eine kleine Steinmauer ziehen oder so. Oder wie auch immer ihr wollt. Es funktioniert wohl nicht im Stahl. Zumindest hat es bei mir nicht funktioniert. Aber da müsst ihr da auch ziemlich mit kleinen Maschinen kommen, weil um hier rumzukommen, durch die Kühe dann durchzufahren, ist dann vielleicht auch nicht unbedingt das Perfekte. Ne? Aber hier habt ihr Möglichkeit, wie gesagt, den Mischplatz variabel irgendwo hinzusetzen, wo ihr wollt. So, was geht noch? Also ich habe jetzt hier Mischung rein, einfach ein bisschen hinfahren, reinkippen, fertig. Oder ihr könnt natürlich auch hier Ballen reinschmeißen. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel hier jetzt einen Heuballen, der funktioniert auch und dauert ein paar Sekunden, bis er aufgenommen wird vom Stall. Ihr könnt aber ganz normal auch Strohballen hier reinschmeißen. Funktioniert genauso. Und, na? Der mag jetzt gerade nicht. Ich schmeiße ihn mal hier rüber rein. Zack, ist er weg. Na, ihr seht hier, das Stroh verbreitet sich dann drin im Stall. Ich mache nochmal eine rein. Zack, weg ist er. Und dann sieht es dann hier drin schon ein bisschen anders aus. Hier ist jetzt aber auch eine feine Sache. Ja, also wie gesagt, Ballen passen auch. Gehen hier genauso. Ich habe Mischration reingekippt. Hier der Stall nochmal, was alles jetzt drin ist. Na, ein bisschen Milch haben wir schon, Gülle haben wir schon, Stroh haben wir drin. Und es wird auch schon Milch produziert hier ein bisschen. So, ja, was soll ich sagen? Der Stall hat also wirklich einen Fehler. Na, ihr seid selber hier, der ist fehlerfrei. Link wie immer unten in der Videobeschreibung drinnen, wenn ihr ihn haben wollt. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Mach's gut, Däumchen und Abo nicht vergessen. Ciao.